Willkommen hier zu unserer F1 22 Kombi-Season. Dieses Mal in Kanada und Großbritannien. Und eine, ja, muss ich sagen, eine geile Kombi. Ich liebe beide Strecken sehr. Dennoch sind sie von der Charakteristik her natürlich komplett anders. Hier auf der Ile de Notre Dame in Montreal, 18 Grad, immer eher kühl, aber trotzdem sehr, 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 sehr geil. Eine Highspeed-Strecke, 4,3 Kilometer und 14 Kurven, 3 DRS-Zonen, trotz der Kürze machen sie hier wirklich zu einer sehr spektakulären, ja, Rennstrecke. Ich male mir natürlich heute gute Hoffnung und gute Chancen aus. Schauen wir mal, wie die Startabstellung aussieht. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Professor, Hamilton, George Russell und Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Norris und Esteban Ocon, Mick Schumacher, Albon, Kevin Magnussen und Tsunoda, Joe, Gasly, Nico Hülkenberg und Sebastian Vettel, Latifi, Stroll, Theo Pourchaire, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los, und Oscar Piastri. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos und schaut doch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Aber jetzt geht's hier mal los. P3, das ist, glaube ich, beste Startergebnis in dieser Season. Und wir kommen gut weg. Nicht so gut wie die Ferraris, dennoch sehr, sehr gut. Falls ihr euch wundert, warum das eine... Oh mein Gott, Hamilton schießt ja ordentlich rein. Müssen wir uns nachher in die Replay angucken. Falls ihr euch... Oh mein Gott, das Heck kommt ein bisschen... Falls ihr euch wundert, warum da oben rechts Wiederholung steht. Ich habe zwar das Rennen gefahren, aber ich habe vergessen, auf Record zu drücken. Ja, sorry. Deswegen gibt es hier die Replay, aber auch natürlich in voller Länge alles, was passiert ist, habe ich alles nochmal aufgenommen. I'm sorry, das wollte ich natürlich nicht, aber es ist dumm gelaufen in der Hektik und so. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind auf einem guten dritten Platz, mussten hier zwar mit Hamilton ein bisschen kämpfen, dennoch sehr, sehr stabil. Die Track Limits werden hier eindeutig eingehalten. Und so können wir auch hier an den Ferraris dranbleiben. Das wird natürlich hart werden, denn sie sind die direkte Konkurrenz in der Weltmeisterschaft und ich muss eigentlich heute das Rennen gewinnen, mit einer Strategie, mit irgendwas. Einer von beiden ist eigentlich eh immer nicht so gut und das ist meistens Sainz. Und ja, mal schauen, ob das irgendwas wird. So, im Windschatten wird, könnte das schon mal was werden. Links vorbei, das reicht nicht, da müssen wir ihm nachgeben. Und mal schauen, wo wir noch probieren können. Natürlich Spitzkehre, erste Kurve wieder. Das ist halt alles so, das sind alles so Kurven. Da musst du ja Eier haben, um vorbeizukommen. Denn auf dieser Strecke ist es generell nicht so einfach, irgendwo vorbeizukommen, weil sie sehr kurz ist. Und auch natürlich nicht die breiteste. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Würde mich auch interessieren, was da mit Lewis abging. Die beiden Red Bull, die beiden Ferrari kommen gut weg. Leclerc von Pole, daneben Carlos Sainz Jr. Wir kommen da gut weg und Hamilton kommt da richtig reingeschossen. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Also wirklich, das war sehr, sehr, sehr close. Ich weiß nicht, war es Russell oder Hamilton? Ich weiß nicht genau. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der da so reingeschossen kommt. Auch wie weit hinten der war. Ich glaube, der hat sich da ordentlich verbremst. Und hier im Windschatten, zack, gehen wir in die Spitzkehre. Viel zu spät auf der Bremse, aber die Kurve erlaubt das. Und übernehmen hier den zweiten Platz. Das war gut, das war keine Divebomb, das war noch okay. Der schwierigere von beiden ist leider noch vor uns, das ist Charles Leclerc, vierte Runde. Wir sind jetzt auch an ihm noch dran geblieben. Es ist einfach auf dieser Strecke dran zu bleiben. Vorbeizukommen eher nicht, aber dran zu bleiben ist etwas einfacher. Jetzt im Windschatten, der Heckflügel geht auf und das saugen wir uns auch richtig dran an ihm. Nur halt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, noch nichts. Das geht leider noch nicht. Wir sind zwar nah dran, auch hier wieder der Flügel auf. Turn 1 könnte eine schöne Möglichkeit bieten, aber das reicht nicht. Der ist verdammt weit weg. Und da reinbremsen, das wird fast unmöglich.
Ja, schauen wir mal weiter. Hier Zicki Zacki. Da sind wir jetzt auch wieder nah dran. Aber scheint doch so. Ja, da muss ich nachgeben. Und jetzt nochmal. Hier gleiche Geraden. Nur da habe ich einfach keinen Platz mehr. Und zum Schluss, weil er zu spät abgedeckt hat, ist mir auch der Platz ausgegangen, um da einen vernünftigen, eine vernünftige Kurvenlauf zu nehmen. Dann nehme ich lieber den Ausweg. Gab auch keine Verwarnung, weil ich eh Zeit verloren habe. Das ist natürlich ein bisschen bitter, wenn du da eigentlich das schnellere Auto bist durch DRS und so, trotzdem hinterher hängst, weil da nichts geht. Da geht einfach nichts. Jetzt geht der Flügel dann wieder auf und ja, es reicht halt dann wieder um Welten nicht. Jetzt sind es fast eine Sekunde Rückstand hier. Da sieht man auch gut, wie der davon zieht. Ich muss halt wieder irgendwas versuchen. Irgendwas aus der Trickkiste. Undercut, Overcut, irgendwas muss passieren. Sonst, glaube ich, ist es, glaube ich, mit uns hier gelaufen. Da reicht es bei Welten nicht. Aber wir bekommen immerhin das DRS, das hier den Messpunkt hat. Das ist auch gut. Jetzt geht's in die Box rein. Leclerc war schon drin. Mal schauen, wo wir rauskommen. Mir fehlt ein bisschen die Minimap, um zu tracken, wo die alle so sind. Aber ja, das kann ich auch leider nichts machen. Es tut mir einfach leid. Ich hätte das Rennen gerne aufgenommen, aber es ist nichts geworden. So, hier gehen wir rein. Toller Stop, sehr schön. War bestimmt eine schnelle Zeit. Die kann ich aber ehrlich gesagt nicht sagen. Jetzt geht's aus der Box raus. Und es ist, hier rechts ist Leclerc. Und wir, glaube ich, können sagen, wir übernehmen die Führung. Wir übernehmen hier die Führung in Kanada. 9 Runden noch zu gehen. Wir haben die frischeren Reifen und sind jetzt auch vor Charles Leclerc. Das könnte heute ein Win werden. Und das wäre natürlich richtig wichtig. Das wäre richtig, richtig wichtig, hier einen, ja, ein Ausrufezeichen zu setzen. Hier das Manöver gegen Carlos Sainz sehr spät rausgeschert. Und ich glaube, ja, ich wollte doch nicht so spät bremsen, nur durch das Ausscheren. Es war knapp auf jeden Fall. Aber ja, noch alles im Rahmen. Dann hier das gegen Leclerc. Bisschen übermotiviert, würde ich sagen. Bisschen übermotiviert und ja, das war scharf hier. Die Wall of Champions, wer kennt's nicht? 15. von 18 Runden und wir führen hier den Grand Prix an. Wir führen hier das Rennen in Kanada an. Es sind nur noch 3 Runden zu gehen und jetzt geht ein bisschen die hitzige Endphase los. Zack, und rechts hier, ja gut, rausgekommen. Reifen sollten natürlich das locker durchhalten. Wir sind mit Ruth schon alleine 8 Runden gefahren. Da sollten das die Gelben zweimal durchhalten. Jetzt ein bisschen einsam vorne geworden. Wir haben einen kleinen Vorsprung rausgefahren und sind jetzt ehrlich gesagt nur noch hier am Managen. ERS auf, runter, natürlich Reifen nicht irgendwie einen Schaden holen, und sonst ist es eigentlich einsam hier vorne geworden. Es ist langweilig fast geworden, natürlich nicht zu langweilig, denn man muss ja auch ein bisschen trotzdem pushen. Nein, die Ferrari sind schon noch ein bisschen schneller wie wir, also da ist noch Zeit nach oben. Wir sind in der letzten Runde, in der letzten Kurve. Und wirklich tatsächlich ein Flüchtigkeitsfehler, der falschen Winkel, und da geht's mit dem Frontflügel Gott sei Dank nur in die Wall of Champions. Wir können trotzdem hier den Win feiern in Kanada. Wir gewinnen hier tatsächlich in Montreal. Freut mich extrem, wirklich. Das ist so ein geiles Rennen gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war zwar eigentlich nur ein Kampf gegen 2 Fahrer, aber dieser Kampf war härter wie manche letzte Platz, Startplatz. Der komplette Frontflügel war weg. Das kostet dann noch doch ein bisschen Schaden trotzdem. Yes, Mann. Was für ein geiles Rennen. Wir feiern hier den Sieg auf der Ile de Notre Dame. Das Auto ist ein bisschen mitgenommen. Aber ja, den Schaden verkrafte ich, denn mit den Zählern können wir uns da auf jeden Fall glücklich schätzen. Den Roboter. Wir gewinnen hier in Kanada. Yes, Mann, Leute. Yes.
Das ist so wichtig für die Weltmeisterschaft. Ich feiere halt die Europatour unnormal, wirklich. Angefangen schon mit Spanien, tolle Strecke. Monaco ist dann eher semi. Und dann ab Kanada sowieso. Nach Europa sind wir natürlich noch nicht, aber jetzt geht's eigentlich los mit all meinen Lieblingsstrecken. Großbritannien, Österreich, Belgien, Monza, was noch? Frankreich. Hier jetzt nochmal einmal willkommen hier zur Kombi-Season. Das zweite Rennen. Großbritannien, Silverstone. Ein Klassiker. Ein richtiger, richtiger Klassiker mit Legendenstatus. 22 Grad, warm für britische Verhältnisse, 5,8 Kilometer, 18 Kurven und die Charakteristik natürlich komplett anders. Zwei DS-Zonen und viele, viele, viele Kurven natürlich. Aushängeschild, DSs mit Margots, Beckets und Chapel. Coole, coole Kombination, mega spaßig, hart zu fahren. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir der Professor, Sainz, George Russell und Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso, Perez und Guanyu Zhou, Ocon, Hülkenberg, Kevin Magnussen und Mick Schumacher, Albon, Theo Pourchaire, Oscar Piastri und Pierre Gasly, Tsunoda, Vettel, Stroll und Sepp startet also vom letzten Platz. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Nein, go Tifi. Los geht's, wieder Startplatz 3, Déjà-vu, Leute. Lights out and away we go. Leute, wir kommen viel besser weg als Lando Norris, aber die Endbeschleunigung ist dann doch ein Ticken schneller. Da gehen wir immerhin außen noch an Carlos Sainz, müssen ein bisschen vom Gas runter und innen können wir uns da sehr, sehr weit nach außen gerutscht. Trotzdem, es ist der zweite Platz. Norris ist jetzt nicht die stärkste Konkurrenz, würde ich mal sagen. Es ist eher Charles Leclerc, der wieder mit Konstanz glänzt. Er ist wieder auf dem ersten Platz und wir müssen uns wieder an ihn vorbeiarbeiten, auch schon wie in Kanada. Trotzdem freut es mich, dass unser Auto aktuell so ein Hoch hat. Wir können hier mithalten mit der Konkurrenz, mit den Ferraris. Ich hoffe, das Hoch hält noch ein paar Rennen an, denn dann könnten wir auch vielleicht die WM-Führung übernehmen oder immerhin mal die Gap zu Leclerc schließen. Corps Corner geht nicht full. Das ist in dem Game leider nicht, also mit dem Setup hier leider nicht möglich, mit dem vollen Sprit. Der ist halbwegs ordentlich durchgekommen beim ersten bisschen, den Sausage Curb berührt, trotzdem der Exit verdammt wichtig. Der war gut, Purple im zweiten Sektor, im Windschatten können wir uns hier auch ein bisschen, ja, schaut oben links, da geht richtig was an der Zeit runter, zwei Zehntel fast aufgeholt. Also wir sind ein aerodynamisches Auto auf jeden Fall und hier Stowe, Full Speed. Letzte Schikane und das war schon eine Runde hier und auffällt ist auf jeden Fall, dass der Abstand nicht mehr wird, außer aus der letzten Kurve raus, er wird eher so gleich und das ist das Schwierige. Und wir jagen jetzt wieder Leclerc, das ist wirklich ein richtiges Déjà-vu zu vorher. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Jetzt also die Start-Replay. Und da ist auf jeden Fall zu sehen, Norrie wieder ein tolles Qualifying. Der ist aber nicht vom Fleck weggekommen. Wir sind ein bisschen besser vom Fleck weggekommen. Hatten aber dann natürlich Probleme mit der Beschleunigung. Das ist ein bisschen das Problem. Der hätte uns fast Sainz gehabt. Dann haben wir hier gut außen. Da kann es doch gut reingehen. Und ja, da mussten wir eigentlich gesagt, Norrie ein bisschen dazu zwingen, dass er uns da innen vorbeilässt. Ja, das kann noch spannend werden. Das kann noch härter werden. Wir sind jetzt back hier im Rennen. Dritte Runde. Ganz nah an Leclerc dran. Das könnte was werden. Der ist es auch schon, ja, freigegeben. Und jetzt könnten wir da wirklich was machen. Reicht das tatsächlich, um hier an Leclerc einen... Na, es ist
zu knapp, oder? Nein, das reicht noch nicht. Trotzdem ist es gut. Wir können wieder mithalten. Norrie ist auch nicht weit weg. 1,4 Sekunden. Wir sind alle knapp zusammen da vorne. Also auch Verstappen nur eine halbe Sekunde dahinter. Es ist so knapp hier. Silverstone ist fast ein Gleichmacher anscheinend. Cops nicht ganz full genommen. Will da jetzt auch nicht immer links neben die Strecke rausrudern. Das ist auch nicht so nicht gut. Und da verlieren wir einen Ticken Zeit an Leclerc. Wir dürfen aber jetzt wieder den Flügel aufmachen. Da werden wir jetzt wieder die Zeit gut machen. Mal schauen, was wir machen. Es wird spannend auf jeden Fall. Stowe wieder. Ach, dieser Knick, der hat so in sich. Hier mal Schumacher. Hat sich hier Schumacher mal beide Beine gebrochen. Oder ein Bein gebrochen. Und das war wirklich auch sehr, sehr schlimm damals. Ja, trotzdem ist es ja auch schlimm, dass wir hier einfach kein Land sehen. Es ist irgendwie wieder, es ist Rennfahren. Das ist natürlich sehr einseitig. Wir probieren also den Undercut immer eine halbe Sekunde hinter Leclerc. Da geht einfach nichts. Es hat im letzten Rennen gut funktioniert, der Overcut. Jetzt probieren wir mal den Undercut. Mal länger fahren, mal gucken, was drin ist. Ich kann mir da auch wirklich gute Chancen ausmalen, denn der Overcut ist tatsächlich eine... der Undercut könnte wirklich funktionieren, denn die Box ist halt ewig lang. Und wenn dann wirklich viele gleichzeitig reinkommen mit Leclerc, die Ferrari-Box ist relativ weit vorne, male ich mir gute Chancen aus, dass wir da vielleicht was machen können. Bisschen verschnellert hier, denn die Boxenstopp wäre ich ewig. Dieser Boxenstopp ist, finde ich, eines der längsten Sachen überhaupt. Du startest, wir waren ganz vorne mit 2 Sekunden Vorsprung zum dritten und kommen dann wirklich mit 10, 15 Sekunden Rückstand zum letzten raus. Jetzt sind einige an der Boxen. Das ist genau das Szenario, das ich mir erwartet habe. Hier kommt Leclerc den Hügel rauf und wir übernehmen jetzt mal so... Denken wir uns mal die Leute weg, die noch nicht gestoppt haben. Wir übernehmen hier mal den ersten Platz. Das ist sehr, sehr wichtig hier. Das ist wirklich gut. Und mit das gleich mit 1,5 Sekunden Vorsprung. Also er kann da nicht mal direkt kontern. So Leute, wir sind in der Final Lap und Leclerc ist richtig an uns dran gekommen. Der setzt uns hier unnormal unter Druck und ja, es ist die letzte Möglichkeit für ihn, einen Angriff zu wagen und der ist wirklich verdammt nah dran. Der ist so schnell. Hier werden wir noch einmal abdecken und das ist wirklich ganz knapp und der drückt sich da trotzdem durch. Wer hat in Stowe die größeren Eier? Nebeneinander geht's in Stowe rein. Nur jetzt lassen wir ihn langsam aber sicher, haben wir den Platz Martin weggenommen. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Ja, das war schon sehr, sehr knapp, aber Leclerc hier, der zwängt sich hier durch. Richtig cool, richtig nicer Fight. Und dann wirklich nebeneinander an Stowe. Da ist er natürlich am kürzeren oder hat er natürlich den längeren Weg und das ist natürlich das Problem. Wir gewinnen auch hier in Großbritannien. 2 Rennen, 2 Siege. Besser geht's nicht. Außer wir gewinnen dann auch noch morgen. Morgen kommt nur Spielberg, denn es ist wieder ein Sprint angesagt. Ich freue mich sehr drauf. Drive of the Day. Hoffentlich habe ich es auch eurer Meinung nach verdient. Ich habe mich bemüht, das Beste gegeben. Und das Team kann sich freuen. 2 Siege hintereinander, 14 Punkte.
auf Leclerc und auf Sainz aufgeholt. Das sollte uns auch in der Weltmeisterschaft jetzt, glaube ich, auf den zweiten Platz vorgebracht haben. Es ist trotzdem schwierig, gegen einen Leclerc, der in so einer Form ist, anzukommen. Das war heute wirklich sehr, sehr wichtig, den Win mitzunehmen. Ich weiß nicht genau, wie es mit den schnellsten Rennrunden aussieht. Das werden wir uns alles nochmal kurz angucken. Und ich würde sagen, ja, dieses Auto ist heute ein mein Schätzchen. Auch heute immerhin keinen Schaden in Großbritannien gemacht. Es war ein tolles Rennen. Es war wirklich sehr, sehr cool. Und hier sind wir bei der Siegerehrung. Leider schon zur Normalität geworden. Ganz oben. Cool. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, ich muss mal den Greedy wieder auspacken. Und da holen wir uns die Winner-Trophäe ab. Auch wenn es nicht die Golden ist, die man ja hier normalerweise bekommt. Bekommen wir nur die Silberschale. Cool, Leute. Auch eines der coolsten Podien, würde ich sagen, in Europa, nach Monza, ist das hier. Wirklich, das ist echt. Ich finde auch die komplette Boxenanlage sehr, sehr schön. Und ich freue mich, dass wir hier heute wieder ganz oben stehen konnten. Wir gewinnen den großen Preis. Max Dritter, Charles Zweiter. Und auch die schnellste Rennrunde mit 3/10 Vorsprung, würde ich sagen, ist gut. 2/10 dann nur der Abstand. Und auch Nico holt seine ersten Punkte. Das ist ein Punkt für Nico Hülkenberg. Wir sind ja in der Weltmeisterschaft jetzt 4 Punkte hinter Leclerc und 30 bereits oder 26 bereits vor Sainz. 137 Punkte der Konstrukteurs-WM, glaube ich, die ist eher schon gelaufen. Aber trotzdem, wie strong waren diese beiden Rennen. Dieses heutige Rennen hat uns in der Weltmeisterschaft ja wieder ganz nach vorne gebracht. Ich freue mich extrem. Das kann geil werden. Geil, Mann, Leute. Besser geht's fast nicht. Und auch, dass Nico noch Punkte geholt hat. Also das ist fast an Schönheit, an Perfektion nicht zu überbieten. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. 2000 Schaden. Das ist minimal, vielleicht unterboten oder so. Viel mehr kann ich mir da nicht erklären. Und wir müssen Vertragsverhandlungen machen mit Nico. Wir gehen mittleres Risiko, 6 Millionen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Geld auf der Kante liegen. Deswegen, 6 Millionen ist schon arg teuer. Trotzdem, mit den Punkten müssen wir eigentlich mit Nico mitgehen. Ich glaube, das könnte ein Aufschwung werden für mehr jetzt noch. Das wäre toll, wenn Nico jetzt endlich so ein bisschen seine Stärken gefunden hätte und jetzt auch vielleicht jedes Rennen 1-2 Punkte holen könnte. Auch wenn es nur 2-3 Punkte sind, ist das wirklich wichtig für die Konstrukteurs-WM. Ich sage es immer wieder, es ist so verdammt wichtig, die zu holen. Wir werden dann morgen nach Spielberg gehen und dann geht es übermorgen wieder mit einem Doppelpack weiter, was nach Spielberg Frankreich und Ungarn und so. Also auch eine interessante Kombi. Wir nehmen Estovilla Oil, schaut gerne auf Itz-Hobby vorbei, macht die 13k unbedingt gern voll und auch gerne auf Itz-Gaming. Vielen, vielen Dank. Links mal alle unten in der Bio. Abonniert den Channel hier gern kostenlos, falls euch mein Content gefällt. Und schaut auch gerne morgen oder später hier wieder vorbei. Bis dahin und ciao.